Ausbildung, Seminare und Tagungen zu Zukunftsthemen. Das Angebot der Sparkassenakademie in Baden-Württemberg ist breit. Wissen und Fortbildung im Finanzwesen ist die Grundlage für starke Sparkassen im ganzen Land. Das ist deutlich geworden beim 75-jährigen Jubiläum der Akademie in eigenen Räumen in Stuttgart. Die Sparkassenakademie präsentierte sich beim Festakt als Teil der Sparkassenfamilie. Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen stellte die Band und die Gäste wurden in der Moderation in einer unterhaltsamen Zeitreise durch die langjährige Geschichte geführt. Im Radio hörte man Elvis Presley und Marilyn Monroe, ja, schrieb Geschichte mit ihrem elfenbeinfarbenen Cocktailkleid. In den 75 Jahren ihrer Geschichte stand in der Sparkassenakademie immer das Thema Personalentwicklung im Mittelpunkt. Die wichtigste und mutigste Entscheidung der jüngsten Zeit, so Präsident Schneider in seinem Grußwort, ist die Standortentscheidung in zentralster Lage in Stuttgart gewesen und damit auch in direkter örtlicher Nachbarschaft zum Sparkassenverband. Sparkassenakademie, früher wie heute, ist in der Tat Herzstück, ist in der Tat Kristallisationspunkt und ist ein Aushängeschild der Sparkassenfinanzgruppe. Sparkassen sind zuallererst auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. Das sind sie. Ihre bestmögliche Qualifikation, nicht nur bankfachlich, sondern vor allem auch mit dem Wertefundament unserer über 200 Jahre alten Finanzgruppe. Liebe Gäste, ich glaube, wir ahnen heute Abend, dass die nächste Zeit für uns gesamtwirtschaftlich nicht einfach wird. Aber ich bin mir sicher, unsere Sparkassenakademie wird auch weiter einen ganz starken Part für eine Zukunft und für eine gute Zukunft unsere Sparkassenfinanzgruppe in Baden-Württemberg spielen. Nachdenkliche Worte zum Festakt hatte der Finanzminister im Gepäck. Der Krieg in der Ukraine, Inflation, Energie- und Klimakrise. Die Herausforderungen sind groß, so Bayers. Gerade deswegen setzt die Politik ihre Hoffnung in Wissensbildung und begrüßt, dass die Sparkassenakademie nicht nur in der Digitalisierung sich auf dem neuesten Stand zeigt, sondern auch ihr Themenspektrum immer weiter ausbaut. Basic sind das fachliche Know-how, also genau das, was auch bei der Sparkassenakademie vermittelt wird, ökonomisches Wissen, Finanzbildung und das auch den Menschen so zu kommunizieren, dass sie es verstehen. In erster Linie, und deswegen wurden wir ja auch gegründet, geht es natürlich um Fachkompetenz, um Bankenfachkompetenz, um wirtschaftliche Kompetenz, die es gilt zu lernen, insbesondere für unsere jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aber was in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wichtiger wurde, ist dann Sozialmethodenkompetenz. Das Podiumsgespräch zum 75-jährigen Bestehen der Sparkassenakademie ging über die Bestandsanalyse noch einen Schritt hinaus und wirft den Blick in die Zukunft. Wir werden eine ganze Menge Automatisierung bis hin zur künstlichen Intelligenz sehen, sprich alles, was administrative Tätigkeiten angeht, werden eher weniger. Mit guten Noten für die Ausbildung in der Akademie. Wer Zukunft denken will, muss auf Wissen bauen. Was uns die Sparkasse da aber auch mit in die Zukunft gegeben hat, ist das selbstständige Arbeiten, also Entscheidungen zu treffen, den Fokus und Prioritäten festzulegen, dass man eben für die Zukunft dann auch die Bankenwelt, die erneuert sich ja immer, es kommen immer neue Themen, dass man sich die auch selbst beibringen kann. Feststimmung in der Sparkassenakademie bedeutet auch, gute Arbeit muss belohnt werden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist spürbar, stehen in der Sparkassenfinanzgruppe insgesamt im Fokus. Die Sparkassen und die Sparkassenakademie sind etwas ganz Besonderes. Bodenständig, solide, verlässlich. Ehrlichkeit im Umgang, Transparenz, Offenheit, Konflikte, die es gibt, zu benennen, auszudiskutieren und am Ende zu einer guten Lösung zu führen. Und dazu trägt diese Akademie bei. Kommen Sie vielfach wieder.